Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of the Lich King. Und ich muss gerade gucken. Ah, die Kultisten müssen wir genau aufdecken. Was? Die Kultisten. Jetzt haben wir so eine tolle Kugel hier bekommen in der letzten Folge. Ups. Was kann ich für euch tun? Und die Kultisten sind dann gelb. Braucht ihr Hilfe? Kann man ansprechen, oder? Seid vorsichtig. Ja, genau. So. Und dann kann man die ganze mal ansprechen. Und Ehre dem König, Freund. Dann werden die etwas gereizt. Komm mal ganz locker erledigen. Ich weiß gar nicht, die Truppen tun anscheinend nichts. Ich glaube, drei Stücke wird. Wie gesagt, das ist easy peasy. Der ist das. Aktivieren. Und dann kann er wieder ansprechen. Auf dann. Dann erzählt er wieder irgendwas von Akro-Gedöns hier und bla bla bla. Lustigerweise sind wir dadurch PvP gefleckt. Aber das passiert irgendwo noch hier bei einer Quest. Auch nichts praktisch ist, wir können ja hier fliegen. Wupp. Der andere ist, glaube ich, in dem Gefängnis hier in der kleinen Burg. Jo. Was schon ein paar Mal gemacht. Dass die nichts machen, ne? So. Das ist eine easy Aufgabe. Ach, gezahltes Pferd. Geier. Müssen. Dramatische Mission. Ja, das sind alles Untote. Ja, das heißt, ich glaube, hier müssen wir die aber abgeben. Ja. Genau. So. Oben irgendwo. Die hat sie öffnet. Jawohl. Das Glück sei mit euch. Wirklich besser als nix. 5 Gold. Gute Gesundheit. Langes Leben. Dann das erste Mal die Dings kennengelernt, diese komischen, ja, Robben, ne? Ich meine, es sind Robben. Gucken jetzt mal. Sinkfee.
Nicht zu weit. Da, genau, Lorben. Kaloak, ne? Die Kaloak. Das ist so cool, jetzt mal Sturm, ne? Das ist der Wahnsinn. So, okay. Verschiedene. Ich kann sagen, oder? Na gut. Weil die haben ja mehr Ordnung. Schon mit tanken, während wir looten. Nicht immer die Akku von uns. Oder die. Hier war das gar nicht so schlimm. Damals war das in von Classic auf PC. Haben wir so nach den ersten Quests komplett alles gehabt. Auch wenn wir dann C3 komplett waren. Hat sie nach ein paar Quests schon so komplett neues Gear. Da haben sich viel drüber aufgeregt, weil die ja Stunden, Tage, Monate, Jahre zu gefarmt haben. Dann war das hier in Hotel gar nicht so. Ich weiß, wir hatten ein paar Leute sogar dabei, die hatten noch
als wir damals nach Xramas gegangen sind und so. Sogar noch ein paar Teile vom T6 dann. Praktisch, wie gesagt, ist, wir können hier schon fliegen. Das ist dann easy peasy. Vertue ich mich irgendwie jedes Mal. Also. Ehrfürchtig bei den Kalor geworden ist, konnte man sich eine Angel holen. Ah, genau, den Grausamen. Der ist dann in der Höhle hier. Dann kann man einfach reinlüsen. Und damals hat auch nur gezählt, wer den quasi als erstes angehetet hat. Das heißt, je nachdem, was man hier war, ist klasse. Irgendwas drunter legen können, wie damals den Gar. Dieses Todesfall hatte man den selber. Weil, wie gesagt, es galt immer nur noch, man konnte keinen gemeinsamen töten, ohne dass man in einer Gruppe war, wie. Moment, das geht ja. Das finde ich auch recht cool. Und teilweise war hier alles sowas von überfarmt, als wir das erste Mal hier waren. Man hat gar nichts vom Boden gesehen, es war alles mit den Toten übersät. Damals, als ich hier, als ich hier angefangen hatte, nach PC, da ich noch nicht so gutes Gear hatte, habe ich auch noch 2-3 Quests, weil ich komplett neu equipped. Schon lustig. Ja, richtig. Ja, ich habe das ewig hier nicht mehr gespielt. Kommen.
hat man sich ja quasi durchkämpft zu dem. Aber gut, ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Let's Play WoW War of the Lich King. Damit auch wieder gesehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Teilt das Video mit euren Freunden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.